Englands zweitgrößter Hafen. Eine graue, hässliche Stadt wie alle Hafenstädte der Welt. Einst wichtig als Umschlagplatz des Sklavenhandels zwischen Afrika und den Plantagen der Neuen Welt. Reich geworden unter Queen Victoria im Zuge des Atlantikverkehrs mit Dampfschiffen. Liverpool, in den letzten Jahren berüchtigt als das Chicago Englands, in jüngster Zeit berühmt geworden durch die Beatles, durch die Beat Music. Sogenannte Zwielichtzonen, Viertel des Elends, durchziehen das Stadtgebiet. Seit den schweren deutschen Luftangriffen im letzten Weltkrieg hat sich das Bild hier kaum verändert. Einen schrecklichen Albtraum nennt die englische Presse die Zustände in Liverpool. Mehr als 80.000 Häuser sind baufällig und abbruchreif. Davon 27.000 eigentlich unbewohnbar. Ganze Straßenzüge sind vom Einsturz bedroht und dennoch dicht besiedelt. Hier wächst eine Jugend auf, die nur Ratten, Trümmer und Armut kennt. In einem einzigen Jahr verzeichnete die Polizeistatistik 2248 Verbrechen, die von Jugendlichen begangen wurden. 7- bis 12-jährige Delinquenten waren dabei keine Seltenheit. Aus den Straßenspielen entwickeln sich immer wieder Kinderbanden und schließlich Gangs von Jugendlichen. Diese bedrückende Umgebung, so bestätigen es Psychologen und Soziologen, lässt in den Kindern kein Selbstbewusstsein wachsen. Schon die Kleinsten bemühen sich, Anschluss an eine Bande zu finden. Denn erst in der Mehrzahl, in der Gruppe, gewinnt der Einser an Bedeutung. Von der Bande zum Gang ist es dann nur ein kleiner Schritt. Mehr als die Bande muss sich ein Gang ständig auch nach außen hin beweisen. Aus Kinderstreichen werden Verbrechen. Die Hafenstadt Liverpool mit ihren 800.000 Einwohnern war immer schon ein Sammelpunkt vieler Rassen und Nationalitäten. Ein großer Teil der Bevölkerung besteht aus Iren und Walisern. Aus Westindien kamen etwa 20.000 farbige Einwanderer. Für sie alle war Liverpool die große Hoffnung. Der Hafen versprach Arbeit und Verdienst. Eine Hoffnung allerdings, die sich immer nur für kurze Zeit erfüllte. Die Konjunkturkriegsjahre hatte zu viele angelockt. Sie werden heute in den Docks am Merseyfluss nicht mehr gebraucht. Auch heute noch gibt es in Liverpool Armut, mehr als im übrigen England. Krasse soziale Unterschiede, viele Verbrechen. Aber die Zahl der jugendlichen Gangster ist in den letzten Jahren merklich zurückgegangen. Wie kam das? Das angeborene Talent für Musik und Rhythmus, das der bunt gemischten Bevölkerung dieser Stadt eigen ist, machte dieses Wunder möglich. Vor 10 Jahren brachten Matrosen die ersten Rock'n'Roll-Platten aus Amerika mit. Die Jugend Liverpools war von diesem neuen Rhythmus elektrisiert. Die Jungen griffen zur Gitarre. Beatmusik war geboren, lange bevor die 4 Beatles sie um die Welt trugen. Heute klingt in jedem Viertel dieser Stadt aus über 200 Kellerlöchern Beatmusik.